Michael Beverung ist für uns in Chemnitz. Michael, das ist sehr nebulös alles. Die Faktenlage ist sehr dünn, aber dennoch schwappt das ganze Thema so extrem hoch und in die Öffentlichkeit, dass es schon fast wieder verkehrt herum landet. Gibt es da wirklich bisher kaum Äußerungen, die uns da weiterbringen von den Offiziellen? Nein, inzwischen hat ja die Staatsanwaltschaft übernommen. Die hat bisher noch gar nichts Neues gesagt. Und die Polizei sagt nur, dass sie sich aus ermittlungstaktischen Gründen bisher zurückhält zu den Umständen der Tat. Es sind ja zwei Männer verhaftet worden. Sind das wirklich Tatverdächtige? Das werden noch geprüft. Zum Tathergang schweigt die Polizei auch, weil sie sagt, sie muss noch weiter prüfen, was passiert ist. Sie schließt aber aus, dass es bisher keine Hinweise gibt, die ja ganz schnell im Netz transportiert worden sind und die zu diesem eruptiven Ausbruch geführt haben von Gewalt, dass es sich um eine Belästigung einer Frau gehandelt haben könnte. Das schließt die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen eindeutig aus. Also eine Belästigung einer Frau, wo sich dann andere Schützen vor sie gestellt haben. Das als Auslöser scheidet aus. Gut, das halten wir schon mal fest, denn wir wissen ja so wenig. Nun ist natürlich die Frage nach nicht nur dem Täter, sondern auch nach den Opfer oder den Opfern. Und machte zwischenzeitlich die Nachricht die Runde, es gäbe mehr als ein Todesopfer. Nein, das hat die Polizei auch eindeutig dementiert. Es gibt bisher nur ein Opfer und zwei weitere Verletzte, möglicherweise auch schwer. Es gibt keine Angaben, jedenfalls offizielle, über deren Nationalität. Es sind Deutsche, aber möglichen mit russischem Migrationshintergrund. Aber genauere Informationen sind dazu jedenfalls auch nicht bestätigt. Gut, nun war das natürlich erst einmal ein Vorfall, der an sich genommen schon schlimm genug ist. Nur das, was dann jetzt danach kommt, also nicht nur diese Hetzjagd im Netz und das Eruptive, was sich da zeigt, was Sie gerade selber erwähnt haben, sondern es ist ja dann auch zum Beispiel zu einer Demonstration gestern gekommen und zu mehreren solchen Aktionen, die in Gang gesetzt wurden. Hat die Polizei das eigentlich im Blick oder unterschätzt sie das Ganze? Naja, gestern hatte sie es offenbar nicht im Blick. Es ist ja dieses klassische Erzählmuster, deutsche Frau wird von Ausländern belästigt und das führt dann zu einer eigenen Entwicklung im Netz. So hat es gestern eben wohl auch diese Entwicklung gegeben. Es gab den Aufruf der AfD zu einer Demo, es gab den Aufruf von rechten Chemnitz-Hooligans, Fußballfans hier hinter mir auf dem Platz am Karl-Marx-Monument zu zeigen, wem Dresden gehöre. Und dann ist die Situation ganz schön aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei hat nicht damit gerechnet, dass so viele Leute gekommen sind. 800 bis 1000 sind die Schätzungen. Und die haben sich dann offenbar in einer koordinierten Aktion schnell hier von diesem Platz abgewandt und sind dann in die Stadt gerannt. Es gab auch hier an diesem Platz Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und dann kam es eben auch teilweise zu diesen unschönen Jagdszenen gegen Ausländern im Bereich der Innenstadt. Gut, das eine sind immer die Gruppen und ihre Propaganda. Das andere sind die normalen Menschen. Lassen die sich davon mitnehmen in Chemnitz oder sagen die, wir warten erst einmal, was wirklich passiert ist? Also wir haben mit ein paar Leuten heute Morgen gesprochen. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Die einen sagen, wie kann sowas nur passieren? Andere sagen, hier ist die Stimmung schon seit längerem so aggressiv, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, dass es zu einem solchen Ausbruch der Gewalt kommt. Ich bin hier vor wenigen Tagen, vor zwei Wochen vielleicht gewesen zu einer Reportage. Da war das sehr, sehr friedlich eigentlich. Da hätte man nicht gedacht, dass es zu einem solchen Ausbruch in dieser Stadt kommen wird. Und dennoch ist es dazu gekommen. Michael Beverung, Dankeschön für diese frischen Einschätzungen live aus Chemnitz. Meine Damen und Herren, die Bundespolitik ist natürlich jetzt auch auf den Plan gerufen. Nach den Vorfällen in Chemnitz hat die Bundesregierung Hetzjagden auf Ausländer scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert am Morgen in Berlin. Was wir wissen, ist, dass in Chemnitz in der Nacht Samstag auf Sonntag ein Mensch getötet worden ist. Und das ist schrecklich. Und das wird von der Polizei mit allem Einsatz aufgeklärt werden, damit der oder die Tatverdächtigen der Justiz zugeführt werden kann. So und nicht anders geht man in einem Rechtsstaat mit Straftaten um. Was gestern in Chemnitz stellenweise zu sehen war und was ja auch in Videos festgehalten wurde, das hat in unserem Rechtsstaat keinen Platz. Also es ist wichtig für die Bundesregierung, wie für alle demokratischen Politiker, wie auch, denke ich, für die große Mehrheit der Bevölkerung, klar zu sagen, solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft
oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin. Das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz. Und das kann ich für die Bundesregierung sagen, dass wir das auf das Schärfste verurteilen. Unsere Unterstützung, unser Dank gilt den Polizisten, die vor Ort im Einsatz waren, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Für Chemnitz und über Chemnitz hinaus muss sein, in Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz, für Gruppen, die auf den Straßen Hass verbreiten wollen, für Intoleranz und für Extremismus. Unser Rechtsstaat schützt uns alle und wir alle haben ein Interesse daran, dass es der Rechtsstaat ist, der in solchen Fällen die Ermittlungen durchführt und die Justiz walten lässt und dass da niemand glaubt, selber sich zum Richter aufschwingen zu müssen. Es gibt ganz viele Reaktionen, auch vor allen Dingen solche, die die Hetze noch nach vorn treiben. Eine vielleicht mal von einem SPD-Politiker, Karl Lautenbach, der twittert: Beängstigend, wie schnell sich in Deutschland rechte Gewalt jetzt breit macht. Flüchtlinge sind der Vorwand, dass jetzt tiefsitzender Rassismus wieder gelebt werden kann und Identität bietet. So findet man gemeinsamen Feind, endlich Freunde und ist mal ein Gewinner, also eine Aufgabe. Es gibt auch erste Reaktionen von der AfD. Aus dem politischen Berlin. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ganz klar aufzuklären, dass wir zwar gestern am Rande des Stadtfest in Chemnitz einen Informationsstand hatten über mehrere Tage und dass wir aber zu einer Kundgebung zwar aufgerufen haben, aber zu unserer eigenen, die auch stattfand an unserem Stand im Rahmen des Stadtfestes und im Anschluss unserer Kundgebung gegen 15.30 Uhr eine Gedenkminute für das bis dahin bekannte erste Opfer und für die Verletzten abgehalten haben, also am Tatort. Und dass wir als AfD Sachsen darauf geachtet haben, dass 15.45 Uhr bzw. spätestens 16 Uhr wir unseren Stand sogar abgebaut hatten, weil das bei einigen Kollegen sozusagen in den Raum steht oder gestellt wurde, dass wir auch generell für die Veranstaltung des späteren Abends dann für verantwortlich zeichnen, dann das ist nicht so. Also wir möchten da ganz klar herausstellen, dass wir als AfD Sachsen 16 Uhr sozusagen den Ort des Geschehens gestern verlassen haben. Ein sehr wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Vorgehensweise der Stadtleitung, namentlich Frau Oberbürgermeisterin Ludwig. Ich halte es für einen Skandal, dass sie also im Zuge der Ereignisse sich Gedanken macht um ihr Stadtfest und dass dort die Bürger sozusagen in Angriff oder ins Visier kommen von Frau Ludwig, also quasi ihre Rechte abgesprochen werden. In dem Zuge der Ereignisse sind dort sicherlich die ein oder andere Überreaktion auch zu verzeichnen, aber dass die Oberbürgermeisterin von Chemnitz zu keiner Minute den Opfern in irgendeiner Form gedenkt, die ja bis dahin schon klar war. Also mittags war klar, dass ein Verletzter seinen Verletzungen erlegen ist und mindestens noch zwei im Krankenhaus wohl nach den ersten Polizeimeldungen liegen und um ihr Leben ringen. Das halten wir als AfD Sachsen für einen Skandal. Und selbstverständlich muss hier die Stadtspitze in Chemnitz Konsequenzen ziehen. Frau Ludwig sollte ihren Hut nehmen.